Frikadellen. Ich liebe es. Ja, ist toll. Meine Sendung. Okay. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ja, guten Morgen. Roland. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ja, guten Morgen. Was ist mit dir los? Also, hallo, hallo. Hallo, wir sind auf Sendung. Du musst ein bisschen mehr Power. Was ist mit dir los? Warum bist du denn so lahmarschig heute? Ich bin heute ARD. Ich bin heute ARD. Du bist ARD. Du bist jetzt ARD und das äußert sich so. Ja, also ja, klar. Du siehst ja aus wie irgendwie ein Katasterbeamter auf Drogo, der kurz vorm Feierabend. Guten Morgen. Ja, ich mache auch keine Sendung mehr. Wie, du machst keine Sendung mehr? ARD-Talkshows machen alle mindestens 8 Wochen Urlaub. Im Was? Bundestagswahlkampf machen die 8 Wochen Urlaub. Ja. Mache ich auch. Ja, wieso? Das interessiert mich Wahlkampf. Ja, wieso das denn? Das ist doch ein Entscheidungsjahr. Bis September wird doch medial die Hölle los sein bis zur Bundestagswahl. Was erzählst du da? Zweifel bloß nicht an der ARD, denn die hat immer recht. Erstens schon mal, die Wahlen stehen doch eh schon fest. Ich meine, der Martin Schulz hat es geschafft. Der Mann kann übers Wasser gehen. Ja. Angela Merkel wird wieder Bundeskanzlerin, ja, dann ist doch hier alles gut. Ja, aber das ist doch kein Kunst für die ARD, den Hammer fallen zu lassen. Da wird doch trotzdem so getan, als könnte man was bewegen. Das ist doch deren Kunst, machen wir doch auch immer. Hey, 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 passiert nichts, weil Sommer ist, aber wir machen so, als ob. Du, ich bin Ökologe. Ja? Warum? Ich bin Ökologe. Warum das jetzt auf einmal? Du, Verursacherprinzip, verstehst du? Ja. Wer den Müll anrichtet, muss den Müll wegbringen. Wer Probleme schafft, muss die Probleme lösen. Also, soll die das machen? Also, du siehst es wie alle anderen Wähler auch, ja, ja, und lass dich einfach hängen und wählst Angela Merkel. Ja, dann sollst du mal schauen, wie sie damit fertig wird. Ja, und wie ist es denn, wenn es so ist wie überall in der Wirtschaft? Du hast zwar einen Chef, aber er löst die Probleme nicht. Was ist denn dann? Dann kann ich dir das auch sagen, habe ich jeden Tag gelernt jetzt im Fernsehen. Es ist alles so komplex, da kann man eigentlich gar nichts machen. Die Probleme sind so kompliziert. Ah. Ja? Und wer einfache Lösungen hat, ist sowieso irgendwie ganz was anderes. Da kannst du genauso gut nichts machen, meinst du? Da kannst du genauso gut nichts machen. Also lass es, entspann dich, es ist Sommer. Das wird mir eigentlich ganz gut gefallen. Mich ärgert es immer, wenn draußen die Sonne scheint, die Kinder hörst du aus dem Schwimmbad, du musst trotzdem Rabotti machen. Ich habe mir immer sowas gewünscht, wie so ein Ramadan, wo du quasi zu müde und zu hungrig bis zur Arbeit im Sommer sich mal richtig gehen lassen mit so einem Kaftan oder so. Das hätte ich auch gerne. Ja, früher bei uns war das Ramaduri und Ramadama. Aha, das heißt doch bayerisch Ramadan. Bayerisch heißt es Rama arbeiten, schaufeln. Hatten Sie aber nicht Ramadan? Duri, ich. Ja, ich, ja, ja. Ich, Duri oder Ramadama, ganz schlimm, du auch arbeiten. Ja, das haben wir immer gemacht. Aber ist jetzt vorbei. Ja, ja. Ist die kleine Lautverschiebung. Ja. Ramadan ist jetzt. Ach, jetzt ist Ramadan. Du isst nichts mehr, dann bist du so schwindelig, dass du auch gar nichts mehr machen kannst. Oder ich esse heimisch oder nur nachts. Ja, dann nur nachts. Nachts kannst du essen. Da ist ja der Chef nicht da, ja. Aber tagsüber, wenn dir irgendwann, da sagst du Ramadan. Das gefällt mir, da muss ich Ramadan. Auch gar nicht mehr in die Südländer. Muss ich Ramadan. Nicht, ja, da muss ich gar nicht Ramadan. Mehr, ja, da muss ich nichts. Ramadan. Da muss ich gar nicht in die Südländer fahren, um anderen Leuten beim Nichtstun zuzugucken. Und ich muss auch gar nicht mehr in die Südländer fahren, damit da irgendwie Kriminalität passiert. Das haben wir jetzt alles hier. Wir machen selber nichts mehr und es passiert bum bum laufen. Ja, draußen passiert. Schau mal, sitzt am Balkon, wartest, bis Blaulicht kommt, gehst raus. Was ich da für ein Geld spare, Roland, auf Balkonien. Und weißt du, was noch besser ist? Nee. Du bist dein eigener Schäuble. Wie? Du sparst sogar deine Steuern. Wie? Lohnsteuer auf Rama und Mehrwertsteuer auf Duri, Ramaduri, nichts mehr steuern, nichts mehr tun. Ach, wer nichts tut, zahlt natürlich keine Steuern. Ja, vorerst noch nicht. Man kann schon sein, dass da andere Steuer kommt für uns, aber jetzt noch geht's. Ah. Versuch die letzte Phase auszustatten, wo du nicht besteuert wirst, was du könntest, sondern willst. Also ich kann mein eigener Steuersenker sein. Du kannst noch dein eigener Steuersenker sein. Ja, das ist ja toll. Das mache ich doch. Genau. Ja, gut, also wir machen hier nichts mehr. Wir machen auch ARD. Wir machen Schluss. Also heute fängt's aus. Haha!